die hier nehmen, theoretisch. So, ich nehme mal so ein paar Goombas. So, dann gehe ich aus dem raus, locke diese Goombas da rein und nehme sie genau dann an, wenn er das Herz berühren würde. Was haben wir jetzt? Gefreezed, oder? Falsch! Ich kann nämlich immer noch mich bewegen und kann aus dem Goomba rausgehen. Und beachte den Schnurrbart, den der Goomba jetzt hat, diesen Mario-Schnurrbart, beachtet den. Also, hier, seht ihr das an? Dieser tolle Schnurrbart. Und Mario ist jetzt in einem komplett gefreezedem, extrem schwersten Level, was es gibt. Was kann man damit machen? Man kann zum Beispiel auf Lava laufen. Zum Beispiel. Man kann zum Beispiel auf Lava laufen. Ends lustig. Also, ich hoffe, das wird irgendwie noch Canon. Münzen kannst du nicht mehr einsammeln, das geht nicht. Also hoffentlich machen wir das noch Canon. Diese Dinger gehen nicht mehr runter. Lustigerweise, es geht gar nichts mehr. Und es ist so geil, ehrlich, es ist so genial, wirklich. Es ist so genial. Also ohne Scheiß. Es ist. Und Cappy wird aus irgendwelchen Gründen auch hochgefangen. Sieh da die Krone. Am Himmels Willen, die Krone, Alter. Mario ist unverwundbar. Er ist unverwundbar. Es kann ihm nichts passieren. Ist das nicht geil? Sehr ja dann. Ist ihm scheißegal. Cause he's Mario. Also er ist wirklich in der Zeit gefangen. Was ich vermute, was passiert ist. Also ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus. Während dieser Transformation und dem Einsammeln eines Herzens ist ja normalerweise die Möglichkeit, dass oder ist es ja normalerweise so, dass kurz die Zeit stehen bleibt, alles drumherum, weil es baut sich ja dieses Herz auf, dieses zusätzliche Herz. Und normalerweise dauert es ja auch einen Moment, bis Mario in diesem Goomba drin ist. Da das aber beides gleichzeitig passiert ist, bleibt diese Zeit witzigerweise stehen. God Mode 2.0, ja, das auch. Die Zeit bleibt sozusagen stehen und Mario effektet auch nichts, was drumherum ist. Er kann nichts einsammeln, er kann gar nichts machen, er kann einfach nur hier rumlaufen. Und ja, versuchen so weit wie möglich zu kommen, würde ich sagen, oder? Versuchen wir so weit wie möglich zu kommen, oder? Und Cappy ist leider auch, ja, ein bisschen nutzlos gerade, hätte ich mir dann gesagt. Also es ist ziemlich schwierig, ohne Cappy hier gerade voranzukommen, aber er hat halt keine Mütze. Und wirklich nichts kann einen angreifen. Wirklich nichts. Man ist unbesiegbar, wirklich. Man ist einfach unbesiegbar und man kann überall durchgehen, wirklich. Das ist so geil. Nur leider kommt man hier nicht mehr weiter. Weil erstens, man kann diese Kanone gar nicht mehr benutzen. Und zweitens, man braucht ja eigentlich diese Feuerkugel halt, um halt hier durchzukommen und davon weggeschossen zu werden. Das braucht man ja eigentlich. Nur ist witzig, das mal so von der Perspektive so zu betrachten, oder? Das Einzige, was wir jetzt machen könnten, wäre noch sterben. Hui! Oder vielleicht auch nicht. Das ist nämlich das Nächste. Aus irgendwelchen Gründen lädt nämlich die die Animation auch nicht mehr, beziehungsweise es geht nicht mehr weiter. Es lädt nicht mehr weiter und er fällt in das ewige schwarze, weite Nichts oder sowas, keine Ahnung. Also, man kann wirklich nicht mehr viel machen, tatsächlich. Also, das Game ist, ich glaube, gesoftlocked, würde man das so nennen. Es ist gesoftlocked, man kann nichts machen, das Spiel läuft zwar noch weiter, er fällt weiterhin ins ewige Nichts und in die ewige Verdammnis, hätte ich beinahe gesagt. Und hat nebenbei aber so einen sehr interessanten, hellen Effekt um sich herum, witzigerweise. Ja, er ist eigentlich tot, aber irgendwie auch nicht. Er ist nicht richtig tot, er ist untot oder so. Also, das Problem ist, man kann halt nichts machen. Man kann halt weder rausgehen aus dem. Man kann halt weder Pause drücken. Ich drücke hier gerade alle Tasten. Man kann nicht Pause drücken, man kann nicht auf die Karte gehen, man kann gar nichts machen. Ich frage mich nur, ob irgendwie noch was passiert. Das frage ich mich wirklich. Weil normalerweise, ich frage mich, wie weit das geht. Das frage ich mich ernsthaft. Weil wenn wir das jetzt mal betrachten würden, also. Guckt euch das mal an, wie tief das runtergeht. Die ganze Map ist nicht mehr zu sehen. Die ganze Map ist nicht mehr zu. Obwohl doch da oben, glaube ich, so ein bisschen. Ein bisschen kann man da noch was erkennen. Aber da kann man auch noch was erkennen, so ganz. Aber das ist nicht mehr richtig erkennbar. Man kann hier sogar den Rand sehen und sowas. Also, es geht aber, glaube ich, tiefer, oder? Oder ist das das Ende?
Ich glaube, er geht noch tiefer, oder? Ja, er geht tiefer. Seht euch das an, das kann man oben am Rand erkennen. Geht das in jeder Welt? Das geht in jeder Welt, wo du einen, ich glaube, wo du einen Goomba hast oder wo du halt irgendwas hast, wo du reingehen kannst und so einen Herzcontainer hast. Aber du musst halt den Gegner wirklich in den Herzcontainer reinlocken. Du musst den Gegner in den Herzcontainer reinlocken und musst ihn dann in dem Moment, wo er das Teil berührt oder wo er das Teil einsammeln würde, musst du halt den Cappy werfen und musst halt in den Gegner reingehen. Also, oh, jetzt ist aber die Kamera echt schwer zu kontrollieren gerade. Also ich frage mich, wow, was ist das? Oh mein Gott! Holy shit, was ist das? Hallo Scheiß, was ist das? Oh mein Gott, wie creepy! Oh, was ist das? Oh mein Gott! Ist das das Level? Oh, ich kann die Kamera nicht mehr so richtig kontrollieren. Oh mein Gott, das wird immer schlimmer. Alter, wird das immer schneller? Oh mein Gott! Oh mein Gott, was ist das? Ist das das sogenannte Licht am Ende des Tunnels? Ah, du Scheiße! Was ist das? Also, holy! Was? Seriously, was ist das? Oh mein Gott! Ist das Gefühl, wie man stirbt? Ah, du Scheiße! Was ist das jetzt, so ein Scheiß? Warum ist da ein Licht? Warum ist hier ganz weit unten ein Licht? Ach du Kacke! Ich weiß, dass es im Pilzkönigreich zum Beispiel geht, das weiß ich. Da gibt es irgendwo einen Container und Goombas. Aber was ist das? Ist so ein Scheiß. Oh mein Gott. Das ist so weird, Alter. Stellt euch mal vor, da kommt jetzt irgendwas raus oder so, Alter. So irgendwas Creepiges oder so. Das sieht übelst verwirrend aus. Das verwirrt mich extrem. Also ohne Scheiß. Schauen wir uns mal Mario an. Wie geht's ihm denn so? Oh ja, geht. Könnte besser sein, oder? Ich versuche gerade mal die Map zu finden, wie so das Level irgendwie, aber gerade komme ich nicht nach oben. Also ich komme gerade nicht nach oben, so wirklich. Ah, ich sehe das obere nicht mehr. Hey, wo ist jetzt das Licht? Das Licht ist dort, okay. Warum ist da ein Licht jetzt ohne Scheiß? Was ist das? Also das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht erscheint. Ich vermute mal, das Game ist ein bisschen mit diesen ganzen Effekten gerade befordert, weil das sieht aus wie im Weltraum, aber übel, ja, er ist im Weltraum. Naja, technisch gesehen ist er im Weltraum, weil er ja auf dem Mond ist. Also, aber warum ist da ein Licht? Ich versuche das gerade zu halten, das Licht irgendwie, so dass man da ein bisschen reinzugucken ist übel. Ich überlege gerade, ich versuche mir gerade eine Erklärung daraus zu ziehen, so ein bisschen. Ich denke mal... Das kann ich mir nicht sagen. Das Licht ist der Mond. Meinst du? Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass das Licht der Mond ist. Wo ist das Licht? Hä? Ah, da ist das Licht. Das glaube ich nicht. Das Licht ist hier. Weil der Mond ist ja eigentlich da ganz oben gewesen, wo ich da halt das Level da irgendwie. Ich frage mich gerade echt, wie weit das noch geht. Also geht das wirklich bis ins Unendliche? Also ich würde jetzt echt gerne mal auf Pause drücken oder so, um zu schauen, ob da jetzt irgendwie. Oder crasht das Game vielleicht irgendwann? Also ja, keine Ahnung. Oh mein Gott, das ist so weird. Das ist so weird. Ohne Scheiß. Ja, aber ich glaube, wir gehen dann immer woanders hin, oder? Ich glaube, wir gehen aber mal woanders hin, oder?